Okay. Läuft schon. So, bitte Ruhe. So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir sind in einer kleinen Body-IP-Küche und es gibt ein unglaublich köstliches Rezept. Wenn ihr das nachmacht, werdet ihr es jeden Tag essen wollen, so wie gerade zur Zeit bei mir. Und ich möchte mit diesem Rezept auch so ein bisschen auf diese Frage eingehen. Simon, ich habe sehr häufig in letzter Zeit so die Frage gestellt bekommen. Simon, ich weiß nicht, was ich essen soll, wenn ich noch Anfänger bin, wenn ich Sport mache. Ich kann nicht kochen. Ich weiß nicht, was ich da kombinieren soll. Ich weiß nicht, was ich einkaufen soll und so weiter. Was ist denn gesund, ausgewogen? Was brauche ich? Eiweiß, Fett, das sagst du ja alles. Wie kriege ich das alles unter? Und genau so, wie ich dieses Rezept sozusagen entwickelt habe, aus Sachen, die ich eigentlich immer zu Hause habe, die eigentlich all das decken, was ich so brauche, an Mikronährstoffen, an Makronährstoffen und so weiter. All diese Rezepte habe ich meistens da und irgendwann experimentiere ich rum, mische alles zusammen und dann kommen ganz leckere Rezepte raus. Und das solltet ihr auch machen. Ihr solltet euch trauen, einfach mal in der Küche ein paar Sachen zu kombinieren und es kommen meistens sehr, sehr leckere Sachen raus wie dieses hier und ihr müsst es ausprobieren. Es deckt sozusagen, eigentlich deckt das alles ab, was ihr braucht, so stellvertretend für eine ausgewogene Ernährung. Was brauchen wir alles? Ich sage euch vielleicht alles, was wir brauchen. Wir brauchen Reis, egal ob Milchreis oder Parboiled Reis. Ich habe dir jetzt hier Milchreis und der schmeckt auch am besten so bei diesem Rezept. Ich kann euch den empfehlen, aber es funktioniert auch mit allen anderen Reissorten. Ihr solltet immer Reis irgendwo haben. Es wird nicht schlecht, es hält sich lange und wenn ihr mal hungrig seid, könnt ihr euch aus Reis so viele Gerichte machen. Also wir brauchen Reis, wir brauchen 125, also eine Tasse Reis in etwa. Wir brauchen Milch oder für Veganer Mandelmilch oder Sojamilch. Schmeckt ganz fantastisch mit Mandelmilch. Sojamilch bin ich nicht ganz so der Fan, könnt ihr aber genauso nehmen. Oder eben, wenn ihr nichts anderes da habt, ganz normale Milch. Ich mache mir das jetzt auch mit ganz normaler Milch. Habe ich immer da. Ich habe immer irgendeine Milch zu Hause. Und es ist auch gut so. Aus Milch kann man auch ganz tolle Sachen machen, Pancakes und so weiter. Oder eben dieses Rezept. Wir brauchen 3 Tassen Milch. Was brauchen wir noch? Chiasamen. Ihr wisst, ich bin ein riesen Chiasamen-Fan. Wenn ihr Chiasamen bei Google eingibt oder ich glaube bei YouTube oder auch bei Google, ich glaube, ich komme da direkt mit meinem Video damals, weil ich ganz, ganz früh bereits schon euch Chiasamen empfohlen habe. Und nicht, weil es ein Trend war oder weil es irgendwie gehypt wurde. Nein, Chiasamen enthalten einfach viel Omega-3-Fettsäuren, besonders für Veganer, ein absolutes Must-Have. Viele, viele Ballaststoffe, Magnesium, Calcium, also decken unglaublich viele Mikronährstoffe sozusagen ab, um da jetzt nicht ins Detail zu gehen. Ihr könnt mit Chiasamen mit 1,5, das brauchen wir fürs Rezept, 1,5 bis 2 Esslöffel, das sind so 20, 25 Gramm Chiasamen, deckt ihr unglaublich viel an eurem eures Mikronährstoffbedarfs ab. Das heißt, Chiasamen habt es zu Hause. Es ist wirklich nicht mehr teuer und ab und zu mal Chiasamen irgendwo reinmischen. Ganz fantastisch, quellt auf, hält euch lange satt. Also 1,5 Esslöffel Chiasamen brauchen wir dafür. Was brauchen wir noch? Blaubeeren. Ihr solltet immer Beeren zu Hause haben. Egal ob gefrorene Beeren oder jetzt wie ich Heidelbeeren. Ich liebe Heidelbeeren jetzt gerade in der Saison. Beeren sind gar nicht so reich an Kohlenhydraten, wie man denkt. Recht arm an Zucker, super reich an Vitaminen und schmecken so genial. Fast zu allen Müsli-Sorten und eben zu so einem Milchreis wie dem auch ganz, ganz fantastisch. Ein bisschen Zucker light zum Süßen solltet ihr auch immer da haben. Wirklich meine Empfehlung immer, wenn ihr wirklich Lust auf Süßes habt, bevor ihr zu Zucker greift oder so, nehmt da wirklich Zucker light. Ein bisschen ist aber auch kein Must-Have. Nüsse oder wie in diesem Rezept, gehobelte Mandeln. Ich liebe die. Die könnt ihr wirklich zu allem nehmen. Egal, ob ihr irgendwas backt oder irgendwas, Milchreis, Müsli. Ihr solltet immer eine Nussquelle da haben. Entweder irgendeine Nussmischung oder Mandeln. Ihr solltet wirklich gucken, dass wenn ihr Lust habt, auf was zu knabbern, dass ihr eure Nüsse parat habt und nicht euch irgendeinen Mist holt. Immer Nüsse da haben. Für das Rezept brauchen wir in etwa 50 Gramm gehobelte Mandeln. Und optional, sage ich ganz absichtlich, optional, damit ich ein bisschen auf mehr Eiweiß komme und es passt wirklich, ich hatte es da, es passt zu diesem Rezept so unfassbar. Mein veganes, mein Perfect Vegan sozusagen in Vanilla-Cookie-Geschmack, der Knüller, aber ihr könnt auch jedes andere Eiweiß nehmen, ihr müsst es aber auch nicht. Aber wie gesagt, damit deckt ihr noch ein bisschen mehr euren Eiweißbedarf. Wir haben in meinem Veganen eben sehr, sehr viel Eiweiß. Wir haben sehr viel Leucin, sehr viel BCAAs. Deswegen auch so, das ist für mich so ein Post-Workout-Meal, sozusagen nach dem Training, um alles abzudecken. Und wir brauchen noch etwas Kokosfett. Kokosfett, nicht nur, ganz, ganz wichtig, nicht nur in anabolen Diät, sondern in jeder anderen Ernährung sind gesättigte Fette auch wichtig. Auch MCT-Fette sind insgesamt für die Gesundheit wichtig. Und da brauchen wir 5 Gramm, also einen richtig schönen Teelöffel, ruhig rein. Und das war's.
Und wie gesagt, die Zubereitung ist sowas von simpel. Eine Tasse Reis, drei Tassen, normalerweise zwei Tassen, aber wir machen drei, weil wir mehr Flüssigkeit brauchen. Drei Tassen Milch, ab in den Kochtopf, etwas aufköcheln lassen, wenn das Ganze ein bisschen köchelt, Temperatur stark runterdrehen, Deckel drauf und ein bisschen ziehen lassen. Wenn das warm ist, nehmen wir eben das Kokosfettröhrens mit rein. Das Schöne ist, es brennt dadurch auch nicht an. Ihr habt mehr Vitamine, es verklumpt nicht. Lasst das ein bisschen ziehen, in etwa 15 Minuten. Ich mag es, wenn es noch ein bisschen Biss hat, 15 Minuten. Es soll aber, dass die Flüssigkeit soll noch nicht raus sein, um Gottes Willen, weil wir die Flüssigkeit noch brauchen für die Chiasamen. Die saugen sich damit dann voll. Danach kommen eben die Chiasamen mit rein, 1,5 Esslöffel. Wir nehmen die Mandeln, die 50 Gramm Mandeln, wir nehmen die Blaubeeren mit rein. Wir rühren das richtig schön um, lassen das ein bisschen ziehen und dann nehmen wir noch das Eiweißpulver rein, wie gesagt, optional. Ihr könnt es ein bisschen nachsüßen, braucht ihr aber nicht. Oder wenn ihr es ohne Eiweiß nehmt, dann könnt ihr noch ein bisschen süßen, ein bisschen Aroma, ihr könnt ein bisschen Zimt reintun, das hat man meistens auch da. Das Ganze wird verrührt und das Ganze wird kühl gestellt, kurz. Ihr könnt es auch direkt essen, es ist so lecker, ich habe gerade schon einen Teil so gegessen. Aber wie gesagt, wenn ihr es etwas abkühlen lässt, wenn ihr es etwas ziehen lasst, dann saugen sich sozusagen die Chiasamen noch voll, werden auch noch ein bisschen geleeartiger, dann wird das noch fester und dann wird es noch leckerer. Und ihr könnt euch das auch super am nächsten Tag machen. Das ist, macht euch eine riesen Portion davon und teilt euch das auf. Es ist köstlich, absolut köstlich. Ich habe gerade mal hier ein bisschen zum Probieren gegeben, es schmeckt allen so, so fantastisch. Es ist super, super gesund und jetzt nicht für irgendeine Diät oder so. Ist einfach gesund. Wir decken, wie gesagt, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, alles ab. Ballaststoffe haben wir drin. Die perfekte Mahlzeit für alle. Außer ihr seid in einer anabolen Diät oder in irgendeiner anderen Diät oder so. Aber, und vegan ist es auch noch, wenn ihr das Ganze mit Mandelmilch macht. Deswegen unbedingt nachmachen. Experimentiert rum in der Küche. Probiert wirklich Sachen mal auszukombinieren. Ihr glaubt gar nicht, wie unterschiedliche Sachen zusammenpassen. Experimentiert rum. Verzichtet wirklich auf Industrie. Essen, wenn wie, so gut wie möglich einfach. Versucht sowas, glaubt mir, ihr esst sowas, ihr seid satt und ihr kauft euch keine Pizza, ihr geht nicht, zieht nicht los, ihr ruft nicht beim Pizzamann an und holt euch da keine Pizza. Glaubt mir, es ist fantastisch. Nachmachen, Channel abonnieren, die anderen Videos noch angucken, die ich euch verlinke und die besten Supplements und besonders auch das vegane Eiweiß bei Body AP Nutrition. Bis dahin, euer Simon. Guck mal, nur noch ein bisschen habe ich. Nur noch ein bisschen. Ist noch? Ja. Guck mal. Fast schon leer.